Ihr Derivateportal Initeo.de präsentiert Ihnen Initeo TV. Ja, und damit also herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Initeo TV Spezial zum japanischen Aktienmarkt. Natürlich in Anbetracht der Katastrophe von Fukushima zu Beginn. Wie gewohnt der Blick auf die Top-Themen. Aktienmarkt, kann er sich bald wieder erholen in Japan? Konjunktur, wann wird es wieder zur Normalität kommen? Und Währung, was kommt auf den Yen im Vergleich zum US-Dollar zu? Das also die Themen der Sendung. Darüber wollen wir sprechen mit Michael Pohn. Er ist Stratege für internationale Aktienmärkte bei der DZ Bank. Hallo nach Frankfurt, Herr Pohn. Grüß Sie. Guten Tag, Herr Damm. Ja, wir blicken also nach Japan. Wir haben gesehen ein Jahrhundert-Erdbeben, eine todbringende Flutwelle und dazu dann noch ein Atomkraftwerk außer Kontrolle. Wie geht man denn als Anlagestratege für den internationalen Aktienmarkt mit so etwas um? Wir haben alle die schrecklichen Bilder aus Japan gesehen und unsere Anteilnahme ist da zuallererst natürlich bei den Opfern. Aber die Katastrophe hat natürlich auch Konsequenzen für die japanische Wirtschaft und für den Aktienmarkt. Und natürlich mussten wir dann auch unsere Anlagestrategie anpassen, weil sich einfach sehr viele Parameter verschoben haben. Wir bleiben aber auf Linie und deshalb, wir denken, dass Japan die Krise überwinden wird und dass auch der japanische Aktienmarkt im weiteren Jahresverlauf sich von der Krise erholen wird. Wie schwer meinen Sie denn, wird die japanische Wirtschaft jetzt von dieser Naturkatastrophe getroffen werden? Und wie lange wird das vor allem dauern, bis wieder eine gewisse Normalität, wenn man überhaupt davon sprechen kann, zurückkehrt? Wir werden erstmal eine Rezessionsphase durchlaufen. Das haben die jüngsten Daten auch schon gezeigt. Bevor dann der Wiederaufbaubedarf im zweiten Halbjahr sogar positive Konjunkturimpulse geben wird. Bei den japanischen Unternehmen dürften die Ausfälle und die Lieferunterbrechungen bereits in einigen Wochen schon meistens überwunden sein. Das hängt aber im Einzelnen sehr stark zusammen, wie die japanischen Unternehmen im Einzelnen ihre Supply Chain Management richten werden. Jetzt war dies aber ja nicht das erste Erdbeben in Japan. Viele vergleichen die Situation auch schon. 1995 wurde die Stadt Kobe durch ein schweres Erdbeben verwüstet. Damals kam es danach an der japanischen Börse zu einer längeren Durststrecke. Und auch bei den Währungen war was Interessantes zu beobachten. Der Yen nämlich, der hat sehr stark gegen den US-Dollar aufgewertet. Warum sollte es diesmal anders kommen? Ja, ist diesmal natürlich der Vergleich mit Kobe 1995 ist natürlich sehr verlockend. Auf dem zweiten Blick ist er eher irritierend, denn wir haben damals einen Aktienmarkt gehabt in Japan, der weit überbewertet gewesen ist. Wir hatten Aktienmarkt-KGVs von weit über 50 und heute haben wir 14. Das heißt, heute sind wir nicht mehr so störanfällig, wie das damals gewesen ist. Und die scharfe Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar im Jahr 1995, das hatte mit dem Erdbeben in Kobe überhaupt nichts zu tun, sondern das ging darauf zurück, dass es einen Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten gegeben hatte. Und als dieser dann beigelegt war im Sommer 1995, hat sich der Yen auch wieder abgewertet. Wir denken im Moment sogar, dass der Yen überbewertet ist und dass wir einen schwächeren Yen gegenüber dem Dollar bekommen werden. Warum sollte sich der Yen abschwächen, wenn wir nochmal dabei bleiben wollen? Seit Jahren kennt er ja eigentlich nur den Weg nach oben. Wir leben in einer Phase des Umbruchs, weltweit und auch wirtschaftlich natürlich. Das sieht man am besten an den Zinsmärkten, an den Rentenmärkten. Wir stehen vor einem Zinserhöhungszyklus, den ja die Europäische Notenbank eingeleitet hat. Und wir denken, dass die amerikanische Notenbank früher oder später nachziehen wird. Was wir für Japan jetzt aber mit Sicherheit wohl sagen können, wegen des Erdbebens und der Folgen des Erdbebens, wird die japanische Notenbank die Zinsen weiter niedrig halten. Und auf diese Weise wird sich natürlich die Zinsdifferenz zum Dollar zulasten des Yen ausweiten und den Yen unter Druck bringen. Und ein schwächerer Yen ist natürlich für die japanische Börse ausgesprochen gut. Soweit jetzt also die Faktoren für die japanische Börse. Was soll jetzt der Anleger daraus machen? Welche Sektoren also an der japanischen Börse halten Sie vor diesem Hintergrund für besonders attraktiv? Wenn wir weltweit eine weitere Konjunkturbelebung haben und wenn sich der Yen abschwächt, dann ist es natürlich ausgesprochen gut für die japanischen Exportwerte. Und wir sind in dem Sektor, empfehlen wir natürlich die während der Krise der letzten Wochen unter Druck geraten sind.
Wir sehen da ausgezeichnete Chancen und Gelegenheiten, auf ein niedrigeres Niveau einzusteigen. Japanische Exportwerte dürften von dem Ganzen, was im Moment in Japan los ist, am Ende profitieren. Die japanischen Exportwerte können sich die Anleger also mal notieren. Besten Dank, Herr Pohn, nach Frankfurt für die Ausführungen zu unserer Spezialsendung Japan. Dankeschön. Und wir blicken abschließend noch einmal auf die Themen dieser Sendung, liebe Zuschauer. Aktienmarkt, die Börse in Japan wird sich also wieder erholen. Konjunktur, eine Rezession ist unvermeidlich. Und Währung, der Yen wird sich gegenüber dem US-Dollar abschwächen. Der japanische Aktienmarkt, also das war das Eniteo TV Spezial zu diesem Thema. In einer Woche können wir uns schon wiedersehen an dieser Stelle dann mit einer neuen Ausgabe. Liebe Zuschauer, machen Sie es also gut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ihr Derivateportal AnyTeo.de präsentierte Ihnen AnyTeo TV.